Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr viel anderes als das, was Sie schon gehört haben von Frau Steinbach und Herrn Meuthen, werden Sie auch von mir nicht hören. Es liegt aber vielleicht in der Natur der Sache. Die Sache ist nämlich recht klar, die Angelegenheit ist recht klar und man kann sie nur von verschiedenen Perspektiven aus beleuchten. Ich will es mal nicht als Akademiker tun, sondern ja, als jemand, der vom Fach her sich vor allen Dingen um Medien gekümmert hat in den letzten 30 Jahren, und sehen, wie die funktionieren. Das würde ich Ihnen gerne in zwei einfachen Thesen präsentieren. Ich will zunächst einmal Ihnen sagen, warum das ideologische Syndrom, das wir seit Jahrzehnten Political Correctness nennen, überhaupt funktioniert. Und zum Zweiten, wo das eigentlich ausgebrütet wird und verbreitet wird. Also was sind die Quellen für diese Ideologie? Und ich will dann am Ende Ihnen eine kurze Antwort auf die Frage geben, aber Herr Bolz, wo bleibt das Positive? Denn ich bin nicht völlig pessimistisch, was die Entwicklung betrifft. Aber lassen Sie mich gewissermaßen anekdotisch anfangen. Ich habe meine erste Professur in Essen bekommen, so Anfang der 90er Jahre, und war dann zum ersten Mal in meinem Leben in Nordrhein-Westfalen und hatte logischerweise aufgrund meines Jobs sehr, sehr bald Kontakt zum WDR. Und gleich bei meiner ersten Berührung mit jemandem vom WDR sagte mir der: Herr Bolz, Sie sind neu bei uns in Nordrhein-Westfalen, Sie werden hier sehr schnell mit einem Mythos konfrontiert werden, der völlig absurd ist, nämlich dem Mythos, der WDR sei ein Rotfunk. Also seien Sie vorsichtig, ja, das versucht man jedem einzureden, ist völliger Unsinn. Damit war ich gewappnet und wusste, also wo ich mich skeptisch zur Wehr setzen sollte. Nun gut, ich habe dort 11 Jahre sehr intime Erfahrungen gemacht, so lange habe ich dort gelehrt. Und am Ende dieser Zeit musste ich mir sagen, WDR ist ein Rotfunk. So war es jedenfalls damals. Ich glaube, wenn man heute überlegt, was hat sich seither geändert, denn ich bin ja so Anfang dann 2002, glaube ich, bin ich dann nach Berlin gekommen, was hat sich da seither geändert im gesamten WDR oder eigentlich im gesamten öffentlich-rechtlichen System? Es ist vielleicht nicht mehr ein Rotfunk, sondern ein Grünfunk. Und Sie haben schon wunderbare Bemerkungen von Herrn Meuthen zu dem Thema ja gehört. Mir hat besonders gut gefallen ein Tweet eines intelligenten Menschen, vor einigen Monaten: alle 11 Minuten verliebt sich ein Journalist in einen Grünen. Also den Eindruck hat man in der Tat. Ja, als ich studierte, um noch eine Stufe zurückzugehen zeitlich, als ich anfing zu studieren, war eine Theorie besonders populär. Also das habe ich als kleiner Student sofort gemerkt. Und weil sie ein bisschen kompliziert ist, fand ich die auch gut. Weil man ja als Akademiker oder als werdender Akademiker, als Student, komplizierte Theorien besser findet als einfache. Und die kompliziertere Theorie, die damals im Schwange war, die lautete: Medien wirken nicht unmittelbar auf das Volk, sondern sie wirken auf sogenannte Opinion Leader, also auf Meinungsmacher. Und die Meinungsmacher nun wiederum übertragen dann diese Nachrichten oder diese Meinungen auf die Bevölkerung. Klingt irgendwie gut, da ist auch was dran an dieser Opinion-Leader-Theorie, aber ich hörte dann gleichzeitig, und ich habe die natürlich gerne übernommen, ich hörte dann aber auch gleichzeitig, dass es eine deutsche Dame gibt, die dem heftig widerspricht und die auch in Amerika gearbeitet hat und auch gelehrt hat und gelernt hat, nämlich die gerade schon erwähnte Frau Elisabeth Nölle-Neumann, die nämlich sich den Mut hatte, die ganz einfache These zu vertreten: Medien wirken unmittelbar auf das Bewusstsein und die Meinung der Bevölkerung. Also ich glaube, Sie hören das schon, eine so einfache Theorie kann man akademisch kaum durchsetzen. Aber auch da muss ich sagen, im Laufe der Jahrzehnte und der ständigen Beschäftigung mit der Medienwirkungsforschung, wie das so schön heißt, bin ich immer mehr zu dem Ergebnis gekommen: Nölle-Neumann hat recht. Ich sage das nur vorab, dass Sie so ein bisschen einschätzen können, aus welcher Perspektive ich mein Thema angehe. Wie gesagt, ich denke, das zentrale ideologische Syndrom, mit dem wir es zu tun haben in der Medienwirklichkeit, ist das, was man Political Correctness nennt. Und es wird sicher keinen Beiträger zu unserem Thema Meinungsfreiheit geben, der nicht darüber spricht. Geht gar nicht. Ich will Folgendes tun. Ich will Ihnen sagen, wie sich Political Correctness zusammensetzt. Also was die einzelnen Komponenten sind. Political Correctness kennen Sie als eine Art Tugendterror.
Ja, als Tugend. Man könnte sagen, wir haben es mit neuen Jakobinern zu tun. Und wie arbeiten also diese neuen Jakobiner? Das Vorherrschende an der Political Correctness, das, was jedem sofort auffällt, ist das, was man Sprachhygiene nennen könnte oder eben viel konkreter Sprachtabus. Es gibt unendlich viele Dinge, die man schlechterdings nicht mehr sagen kann. Das werden Sie vor allen Dingen mitkriegen, wenn Sie Kinder haben, die in der Schule sind. Die rapportieren das dann immer wieder. Also das kann man nicht mehr sagen. Bei Schwarzen sowieso, aber auch bei anderen Völkern, Eskimos oder so, das haben Sie sich alles mitgeregt, dass es das gar nicht geben darf und geben kann. Es gibt dafür ganz andere Worte. Und es ist gar nicht so einfach, da am Ball zu bleiben, also immer mitzubekommen, wie die neue Sprachregelung vor allen Dingen für bestimmte Minderheiten oder bestimmte Gruppen eigentlich ist. Es ist fast unmöglich, nicht ständig in ein Fettnäpfchen zu treten. Also viele Verbote, Sprachverbote, aber auch so eine Art Sprachhygiene, das heißt, dass man ihnen positiv sagt, wie man bestimmte Dinge formuliert. Ich komme nachher unter dem Stichwort Framing, das ja auch schon gefallen ist, nochmal kurz darauf zurück. Das ist also die eine Komponente der Political Correctness. Die andere Komponente ist das, was ich Sozialkitsch nennen würde. Das können Sie besonders gut in Talkshows mitverfolgen, aber auch in Reportagen. Dass man ihnen nämlich leidende Personen zeigt. Also es geht immer um das Prinzip, Namen nennen, Bilder nennen von leidenden Personen. Und wer dann irgendein Argument dagegen bringt, also zu diesem Thema, ist gleich ein Unmensch. Denn das bedeutet, sie wollen offenbar dieses Leiden. Sie haben kein Gefühl, sie sind nicht sensibel. Sie wissen nicht, wie diese Menschen leiden unter ihren Bedingungen. Im Idealfall zeigt man natürlich ein kleines Kind, das weint. Sie können sich sicher noch an das letzte dieser berühmt gewordenen Bilder erinnern. An der mexikanischen Grenze zu USA wird eine Mutter zurückgewiesen, weil sie eine illegale Einwanderin ist und daneben ihr Kind, das weint. Was bedeutet das? Wer gegen illegale Einwanderung ist, ist ein Unmensch. Ja, anders kann man diese Berichterstattung natürlich nicht interpretieren. Also Sozialkitsch erleben Sie aber in jeder Talkshow. Es sind meistens ja die Parteivertreter der richtigen Parteien, dann ein Böser, so wie Sie hier zum Teil auch sitzen, und dann jemand aus dem Volk, der leidet oder die leidet. Dieser Kitsch produziert sofort eine Atmosphäre, in der Argumente keine Chance haben. Es gibt tausende Beispiele, also es ist unmöglich noch zu argumentieren. Das liegt nicht nur am Format der Talkshows oder am Format von Fernsehsendungen überhaupt. Sigmar Gabriel, den ich sehr viel höher einschätze als die meisten von Ihnen, der hat einmal das kluge Wort gesagt, ich kann zu jedem politischen Thema der Welt in der Tagesschau etwas sagen, denn ich habe eh nicht mehr als 15 Sekunden. Und das ist wahr, Sie können zu jedem Thema in 15 Sekunden Stellung nehmen, als Politiker lernt man das dann auch. Ich werde Ihnen gleich sagen, welche Implikationen das hat für den Bereich der Politik insgesamt. Niemand geringerer als Goethe hat diesen Sozialkitsch, den es nämlich auch damals schon gab, Lazarettpoesie genannt. Und ich glaube, das ist in der Tat die Darstellungstechnik, mit der man mit politischen Themen im deutschen Fernsehen, vor allen Dingen im Öffentlich-Rechtlichen, umgeht. Dritte Komponente der Political Correctness, auch das ist gerade angesprochen worden schon, ist das, was man politischen Moralismus nennen müsste. Das ist eine sehr wichtige Technik, die auch jede Argumentation zu Boden schlägt. Nämlich, sie verwandeln prinzipiell jedes politische Problem in ein moralisches Problem, sodass sich die Welt sofort aufspaltet in gute Menschen und Unmenschen. Wenn Sie also zu einem bestimmten Thema, den nicht eine bestimmte bestimmte moralische Beurteilung abgeben, also eine politische und moralische Meinung haben, dann sind Sie nicht jemand mit einer abweichenden, kritischen Meinung, sondern Sie sind ein Unmensch. Und das ist, denke ich, die gefährlichste dieser Entwicklungen, dass wir uns in scheinbaren Argumentationen im Grunde manichäisch spalten lassen in gute und schlechte Menschen. Oder wie ja leider Gottes ein ehemaliger Bundespräsident meinte sagen zu müssen, in helles und dunkles Deutschland. Also diese drei Komponenten, Sprachhygiene, Sozialkitsch und politischer Moralismus, die bauen das System der politischen Korrektheit, diesen Tugendterror der neuen Jakobiner. Was hat das für Effekte?
Ich denke im Wesentlichen zwei Effekte. Zum einen erzeugt es eine Art hysterische Hypersensibilität. Also bei den Leuten, die für so etwas empfänglich sind, und das sind leider Gottes gerade unter den Intellektuellen und Akademikern sehr, sehr viele. Da ich mein ganzes Leben immer nur mit Intellektuellen und Akademikern zu tun hatte, das muss ich zugeben, ich habe nie etwas Ordentliches gemacht, kann ich aber da wenigstens sachverständig urteilen. Es ist ein unglaublicher Trugschluss zu glauben, dass gerade Leute, die von Berufswegen denken oder lernen oder forschen oder so irgendetwas, besonders gute politische Urteilskraft hätten oder überhaupt eine gesunde Urteilskraft hätten. Im Gegenteil. Also, das ist ein fruchtbarer Boden für diese hysterische Hypersensibilität und natürlich vor allen Dingen, worauf ich gleich zu sprechen komme, in den Universitäten und in studentischen Milieus. Aber die Folge ist natürlich auch eine zunehmend infantilisierte Politik. Das ist etwas, was Sie immer deutlicher beobachten werden. Die Politik wird nicht immer nur plakativer, das wird sie seit Jahrzehnten, seit John F. Kennedy, ist die Politik Medienpolitik geworden, beziehungsweise Fernsehpolitik. Aber jetzt wird sie auch immer infantiler. Und dafür gibt es ja mittlerweile die besten Belege, nämlich Greta und Kevin. Ja? Also dass unser deutsches Nachrichtenmagazin mit einem Titelfoto ernsthaft die These ventiliert hat, Kevin würde der neue Parteivorsitzende der SPD. Ja, das entspricht perfekt natürlich der leider Gottes wohl Wahrheit, dass Greta den Friedensnobelpreis bekommt. Also dazu sollte man auch mal nachdenken, was das eigentlich bedeutet, diese Infantilisierung von politischen Themen und politischen Diskussionen. Das bedeutet dann tatsächlich am Ende, lasse die Kindlein zu mir kommen oder Wahlrecht für 12-Jährige oder so irgendetwas. Ja, darauf müsste es ja hinauslaufen. Aber ich will hier nicht zu scharf werden, sondern soweit es geht analytisch bleiben, aber ich denke, das ist doch ein ganz gutes Bild, das Sie von den Komponenten der politischen Korrektheit da bekommen können. Ja, wo wird das eigentlich entwickelt und entfaltet? Das sind im Wesentlichen drei Schauplätze. Einmal der Universitätscampus, das werden Sie wahrscheinlich unterschätzen, die Bedeutung der Universitäten, weil Sie sowieso denken, da kommt ja nichts Vernünftiges raus bei den Geisteswissenschaftlern und die anderen werden ja nicht so infiziert sein. Stimmt auch irgendwie. Trotzdem sind die Effekte gewaltig. Ich komme sofort darauf zu sprechen. Der zweite Bereich ist natürlich die Politik, sehr klar. Und der dritte Bereich ist der Gesinnungsjournalismus. Ich will da ausdrücklich erstmal von Gesinnungsjournalismus und nicht einfach von Journalismus reden, denn auch das habe ich natürlich längst bemerkt und erfahren. Es gibt nach wie vor und Gott sei Dank sehr, sehr viele brillante Journalisten in Deutschland. Und man kann sich immer noch sehr, sehr gut informieren, wenn man sich nicht überrollen lässt vom öffentlich-rechtlichen System. Also es gibt sehr, sehr gute Leute. Aber ich denke doch, die Leute, die die Öffentlichkeit beherrschen, sind im Wesentlichen Gesinnungsjournalisten und zu denen muss ich gleich ein paar Worte verlieren. Aber zunächst mal zu meinem eigenen Biotop, dem Campus der Universität. Der Campus wird im Grunde, was seine sogenannten Diskurse betrifft, von zwei Gruppen geprägt. Das sind zum einen die studentische Gruppe der sogenannten Schneeflocken und das ist zum anderen die professorale Gruppe der von mir sogenannten Gefälligkeitswissenschaftler. Die Schneeflocken, das sind die Vorzeigegestalten dieser hysterischen Hypersensitivität. Das ist etwas, was Sie nicht sich vorstellen können, wenn Sie nicht wirklich Kontakt mit Universitäten haben. Aber es wird dort immer grotesker und es gibt offenbar kein Halten mehr, schon seit Jahren. Und längst haben wir in Deutschland auch die absurden Verhältnisse von Amerika erreicht. Das Schneeflocken nennt man diese Studenten deshalb, weil sie durch alles, was irgendwie ein heißes Thema sein könnte, sofort zum Schmelzen gebracht werden. Also wenn man so will, das als Vernichtungs-, als Anschlag auf ihre Identität empfinden, sodass man sie betreut von vornherein. Man organisiert Räume, buchstäblich Räume, die geschützt sind, in denen man bösere Elemente nicht an sie herankommen. Man schützt sie vor sexueller Aggressivität sowieso, im Sinne von, dass man mal ein Kompliment macht. Auch dazu haben Sie gerade etwas gehört. Also es gibt im Grunde nichts, was man heute noch tun und sagen könnte in einer Universität, was nicht vorher streng geregelt sein muss, sprachlich und habituell.
Ja? Nur dann können Sie ohne Risiko auf irgendetwas eingehen. Als ich mal eine Gastprofessur in Amerika hatte, in Bloomington, ganz wunderschön war das, fiel mir immer auf, dass bei allen Professuren die Türen offen standen. Das ist, glaube ich, ganz normal in Amerika. Alle Professoren lassen ihre Türen offen. Und ich habe dann gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Und dann sagte mir der mich eingeladen hat, der Professor, ja, das machen wir so einfach aus Offenheit, damit die Studenten jederzeit zu uns kommen können, keine Schwellenängste haben. Das klang toll für mich. Wäre nichts für mich gewesen, aber klang toll. Ich habe aber herausgefunden, es hat einen ganz anderen, viel simpleren Grund. Die Professoren stellen sicher, dass man sie damit sicher, dass man sie nicht wegen Sexual Harassment anklagen kann. Damit es nicht behauptet werden kann, hinter verschlossenen Türen sei das und das geschehen. Viele nehmen dann auch gerne noch jemand dazu, einen Assistenten oder sowas. Kann ich jedem nur raten übrigens heutzutage, kann ich jedem Professor nur raten, immer jemanden mit dazu zu nehmen, in jeder Sprechstunde Türen offen zu lassen und. Also Schneeflocken, das sind die einen, die natürlich den Nachwuchs generieren für diese Welt der Political Correctness. Aber es gibt auf der anderen Seite, und das berührt mich persönlich, weil ich von dieser Seite komme, aber hoffentlich nicht dazugehöre, was mich noch viel mehr bedrückt, das sind die Gefälligkeitswissenschaftler. Sie machen sich gar keine Vorstellungen, wie unglaublich groß die Zahl der Wissenschaftler ist, die bereit sind, Gutachten zu formulieren, so wie sie für die Politik gerade brauchbar sind. Also das ist etwas, was ein unglaubliches Ausmaß, und zwar in jedem politischen Bereich, in jedem Politikfeld, an das Sie denken können. Und das ist natürlich der größtmögliche Widerspruch gegen das Ethos des Wissenschaftlers überhaupt. Ein Wissenschaftler, die Freiheit des Wissenschaftlers zu Lehre und Forschung, sollte ihn ja gerade frei machen von dem Druck, das zu präsentieren, was der Staat oder was die Mächtigen eigentlich erwarten. Aber Ernst Jünger hat dazu schon das wunderbare Wort geprägt, den Professoren wird heute das Apportieren beigebracht. Und das habe ich wirklich mitgekriegt, das ist wirklich so. Auch da gilt wie für die Journalisten, weiß Gott nicht für alle, Gott sei Dank nicht für alle. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich halte das für einen schlechten Stil, was zu trinken, während man einen Vortrag hält, und niemand geringer als Georg Gysi hat darüber selbst mal einen Vortrag gehalten, wie schwierig das ist, aber da ich eine Schmerztablette nehmen muss, gestand sie das ausnahmsweise mal. Ganz schlecht. Machen Sie das auf keinen Fall, wenn Sie es verhindern können. Auch das etwas Schreckliches von Studenten, jeder Student bringt immer eine 2-Liter-Flasche stilles Wasser mit, die dann genüsslich während jeder Veranstaltung gedruckt. Okay, das sind dann schon Geschmacksfragen, ästhetische Fragen, ich würde sagen, tun Sie es nicht. Zurück zum Thema. Also, Gefälligkeitswissenschaftler und Schneeflocken. Ich gebe gerne zu, und das macht uns dann aber auch Hoffnung, Blick auf die Zukunft, das passiert eigentlich zum Wesentlichen in den sogenannten Geisteswissenschaften. Also die sind für mich ehrlich gesagt verloren. Da habe ich überhaupt keine Entwicklung, sehe ich überhaupt keine Entwicklungschancen. Es gibt nur einzelne Professoren, die das natürlich durchschauen, das ist nicht besonders schwierig zu merken, und die dann mit einer gewissen Bockigkeit und der Tatsache, dass sie verbeamtet sind, einfach ihren Stiefel durchziehen, trotz allem. Aber auch da gilt natürlich, man muss immer verdammt aufpassen, was man sagt, denn es gibt eine Horde von Leuten in jeder Veranstaltung, die nur darauf warten, dass ein Wort fällt, das sie dann inkriminieren können und bei der Universitätsleitung vorbringen können. Aber ich will auch das nicht zu sehr vertiefen. Was kommt dabei raus bei der Arbeit der Schneeflocken und der Gefälligkeitswissenschaftler? Nun, Phantomthemen, die uns dann gefangen halten, wie Diversity oder Gender. Ja, ich habe der gerade schon erwähnten Phoenix-Sendung mal gesagt, als mich jemand da so angesprochen hat, sind Sie nach rechts gewandert in den letzten Jahrzehnten, habe ich gesagt, nach meiner eigenen Einschätzung stehe ich immer noch da, wo ich vor 20 Jahren stand, dann bin ich ein Ewiggestriger, das würde ich auf mich nehmen, ja, so ein Ewiggestriger, ich denke immer noch wie vor 20 Jahren, nur damals haben alle Leute, die ich gut fand, so gedacht. Sie werden es nicht glauben, das macht ja auch eigentlich niemanden etwas von Ihnen. Ich rechne mich eigentlich so der rechten SPD zu.
Nur die gibt es gar nicht mehr. Ja, also die Leute sind entweder ausgetreten oder machen sich lustig über ihre eigene Partei oder so, aber mit Gerhard Schröder oder so hatte ich nie Probleme, mit Helmut Schmidt erst recht nicht. Auch so Leute wie Peer Steinbrück damals noch in Nordrhein-Westfalen, wir waren immer blendend in Diskussionen verwickelt. Nur diese Leute gibt es nicht mehr. Selbst Schily als Innenminister, der hatte Positionen vertreten, die würden heute als Neonazi-Positionen vertreten. Ja? Also kurzum, wir lassen uns viel zu sehr einschüchtern von dem, was von diesen scheinbaren Wissenschaftsautoritäten vertreten wird. Das meiste ist Bullshit. Und damit bin ich schon bei der Politik. Denn die Politiker sind natürlich der zweite wesentliche Faktor bei der Verbreitung von Political Correctness. Was ich ganz gut verstehen kann, weil Politiker auch die Aufgabe haben, sich an den Zeitgeist in gewisser Weise anzupassen. Man kann wohl als Politiker nicht überleben, wenn man einfach nur seinen Prinzipien folgt. Das ehrt zwar den Charakter eines Politikers, aber das macht ihn im Grunde als Politiker untauglich. Also ohne eine gewisse Anpassungsfähigkeit geht es da wohl nicht. Und so erkläre ich mir auch, dass Political Correctness so einen leichten Zugang hatte zur Welt der Politik. Eine andere Erklärung ist natürlich die, die mit der Welt des Campus eng zusammenhängt. Es gibt immer mehr Politiker, die praktisch niemals Realitätserfahrung gemacht haben, sondern gewissermaßen aus der Schule in die Uni direkt in die Politik eingewandert sind. Das muss nicht unbedingt zur Verdummung führen. Bei mir war es ja auch nicht anders und ich bin direkt nach der Schule in die Uni und dann an der Universität gelandet und bilde mir natürlich auch nicht, glaube auch nicht, dass ich völlig verblödet bin. Aber es macht einem, wie soll man sagen, realitätsfremd. Das lässt sich, glaube ich, schwer bezweifeln. Und so erkläre ich mir auch die Widerstandslosigkeit von PC in jedenfalls der öffentlichen Politik. Ich vermute, bei den Politikern ist es ähnlich wie bei normalen Leuten, dass wenn sie untereinander sind oder unter sich sind, sich auch lustig machen über diesen ganzen Quark wie Diversity oder N-Geschlechter oder so irgendetwas, aber dass sie das eben nicht wagen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn das mal jemand macht, es zu wagen, gegen einen offensiven Blödsinn eine kritische Stimme zu erheben, wird er gleich fertig gemacht. Ein harmloses Beispiel aus einer Partei, die hier noch gar nicht erwähnt wurde, die FDP mit Lindner. Lindner hat einen einfachen, wahren Satz gesagt, als die Greta-Euphorie so sich überschlug und hat gesagt, ach Leute, lasst es doch lieber die Experten beurteilen. Das hat ihn fast seinen Job gekostet. Ja? Also nicht die Kinder sollen alles beurteilen, sondern Experten. Was für eine Schweinerei. Ja? Also so erkläre ich mir jedenfalls die Widerstandslosigkeit der Politik gegenüber dem PC. Und auch das hat Herr Meuthen ja schon kurz angedeutet. Leider Gottes heißt Politik im Zusammenhang mit Political Correctness dann eben mehr als bloß reden und propagieren, sondern das heißt auch Umsetzung in konkrete Alltagspolitik. Und das ist genau das, was man unter dem Titel Nudge diskutiert. Hätte ich mehr Zeit mit Ihnen, würde ich Ihnen das ein bisschen ausführlicher erläutern, aber ich denke, die meisten von Ihnen wissen ohnehin, was damit gemeint ist. Nudge ist ein Wort, das man vielleicht übersetzen könnte mit Schubsen in die richtige Richtung. Ich weiß nur, dass das Buch von Cass Sunstein und Richard Thaler, die natürlich aufgrund dieses Buches sofort den Nobelpreis bekommen haben, Richard Thaler, und sofort in die Administration von Barack Obama aufgenommen wurden. Also, dass dieses Buch genauso auch in Deutsch erschienen ist mit dem Titel Nudge. Also offenbar ist es nicht so elegant zu übersetzen, aber was gemeint ist, ist eben der Schubser in die richtige Richtung. Und dann bringt man im Regelfall Beispiele, gerade auch Cass Sunstein und Thaler, bringen Beispiele, die jeder toll findet, dass im Flughafen von Amsterdam, die Urinoire mit irgendwelchen Bildern von Fliegen ausgestattet sind. Das bringt dann die Männer dazu, zielgenauer diese Urinoire zu benutzen. Das findet dann jeder toll. Ja? Also man wird so ein bisschen angeschubst. Oder dann gerne auch genommen das Beispiel, platziert doch die Süßigkeiten nicht direkt neben der Kasse, sondern da, wo sie etwas schwieriger zu erreichen sind, dann ernähren sich die Leute oder die Kinder gesünder. Das sind so Beispiele, wo fast jeder sagt, ja, eigentlich
gut nachvollziehbar, warum nicht, machen wir. Aber es geht natürlich um was ganz anderes. Es geht um die Gestaltung ihres gesamten Lebens, und zwar von der Wiege bis zur Bahre möchte man sie im Grunde an der Hand nehmen und möchte ihnen das richtige Leben beibringen, also wie man richtig lebt. Und mittlerweile hat man ja sehr viele Bereiche des bisher lustvollen Lebens schon zum Gegenstand gemacht. Denken Sie nur ans Essen, die neue Religion in Deutschland, ja, Essen als Religion, so hieß übrigens ein Sterntitel. Titelblatt, ja, das Essen als Religion, reine Wahrheit, ja, das ist mittlerweile Religion geworden. Ich wundere, dass man noch immer ohne weiteres Bier und Wein trinken darf, aber darauf muss es bald auch irgendeine Strafsteuer, eine Bußsteuer geben. Ich schätze, das ist das nächste Projekt. Nun, das ist das eine, PC und Latsch in der Politik, aber es gibt noch eine zweite Dimension, wo Politik uns Probleme bereitet im Blick auf Meinungsfreiheit. Und das ist das Wort, das ich schon benutzt habe, Bullshit. Ich würde sowas niemals sagen, einfach aus Ressentiment oder aus Wut heraus, wenn ich es nicht stützen dürfte, auf einen der berühmtesten amerikanischen Philosophen überhaupt, Harry Frankfurt. Und wenn Sie nichts von meinem Vortrag heute haben, dann nehmen Sie wenigstens diesen Buchtipp mit. Es ist ein ganz kleines, dünnes Büchlein, können Sie auf einer Zugfahrt nach Hamburg lesen, und heißt schlicht Bullshit. Gibt es auch auf Deutsch, da heißt es auch Bullshit. Und was ist damit gemeint? In Amerika gibt es solche sogenannte Bull Sessions, und das bedeutet, dass sich Leute, meistens Jungs, zusammentreffen und einfach drauf losreden über alle möglichen Themen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, ohne Selbstzensur und ohne irgendeine Form von Kritik. Und daher stammt letztlich auch der Begriff Bullshit. Und was das Entscheidende daran ist, und deshalb halte ich den Begriff für so unglaublich brauchbar: Bullshit hat kein Interesse an Wahrheit. Im Gegensatz zur Lüge. Wenn jemand lügt, hat er ein massives Interesse an der Wahrheit. Er will sie nämlich gerade negieren oder verdecken. Wenn jemand Bullshit redet, hat das mit der Wahrheit oder mit der Welt der Informationen und Fakten überhaupt nichts zu tun. Und das ist in der Tat die Form von Diskurs, die die politische Öffentlichkeit vor allen Dingen bestimmt. Es wird nicht gelogen. Da habe ich oft Probleme, wenn ich in ähnlichen Diskussionen bin, dass man sofort mit der Lügenpresse kommt oder mit den Lügen der Politiker. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht das Problem. Das gibt es. Es gibt Journalisten, die lügen, und es gibt auch Politiker, die lügen. Das hat es immer gegeben. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt meines Erachtens viel, viel tiefer. Es liegt darin, dass über alle möglichen uns berührenden Themen nur noch Bullshit produziert wird. Also die absolute Indifferenz gegenüber der Wahrheit kultiviert wird. Sie haben das vielleicht mitgekriegt, dass Alexander Kissler von Cicero ein Büchlein auf den Markt gebracht hat mit dem Titel Widerworte. Ich finde den Titel schlecht, aber das Büchlein ziemlich gut, weil es so eine Art Phrasensammlung der deutschen Politik ist. Meine Empfehlung: holen sich das Büchlein von Kissler mit diesen schönen Beispielen und lesen Sie Harry Frankfurt dazu über Bullshit. Dann verstehen Sie alles, was Ihnen im Fernsehen, in den politischen Sendungen demnächst entgegenkommt. Dritter Punkt, hoffentlich habe ich mich nicht schon verplaudert. Drittes Feld, wo diese Pflanze Political Correctness angebaut wird, ist der Gesinnungsjournalismus. Und das ist eines der natürlich brennendsten Themen, die man leider Gottes mit Journalisten schlecht diskutieren kann. Das ist ja klar, weil es hier an die Substanz geht, an ihr eigenes Selbstverständnis. Es geht letztlich um ihr Ethos. Das Problem ist nämlich in der Tat, ich sage es meistens mit der Formel, der Journalist als Oberlehrer. Das ist ein Problem, das in Deutschland besonders groß ist. Auch hier muss ich sagen, hätten wir mehr Zeit, würde ich als Medienwissenschaftler Sie mit auf eine kleine Zeitreise nehmen, um Ihnen zu zeigen, wie sich die Zeitungen und gerade auch Meinungsbildung mit und in Zeitungen entwickelt hat, also seit der Zeit der Aufklärung. Ich will Ihnen nur das Kurze sagen: es gab immer schon das angelsächsische Modell, das ich persönlich natürlich auch favorisiere. Und das angelsächsische Modell erkennen Sie früher an einem Strich quer durch die Seite der Zeitung. Über dem Strich standen nur Nachrichten und unter dem Strich standen Meinungen. Ja, das finde ich wunderbar. So wünsche ich mir das auch von einer Zeitung oder von einem Bericht. Nur die deutsche
Zeitungstradition ist eine ganz andere. Die Deutschen waren und sind, das ist das Lustige daran, sie sind stolz darauf, dass sie Informationen und Meinungen miteinander vermischen. Also sie wollen Gesinnungsjournalismus betreiben. Sie halten das für ihre Aufgabe, nicht nur Informationen zu liefern, mit denen wir uns dann unsere eigene Meinung bilden könnten. Fand ich damals übrigens einen tollen Werbeslogan der Bild-Zeitung. Bild dir deine Meinung. Ja, soll ja heißen, kauf dir die Bild-Zeitung und bild dir dann deine Meinung. Ist natürlich auch nicht so gerade die reine Quelle der Information, aber ich fand die Werbung gut. Und aber wie gesagt, die deutsche Tradition ist eben eine ganz andere, nämlich Gesinnungsjournalismus zu produzieren. Und solange man das kritisiert, wehrt das der Journalist natürlich ab und sagt, das stimmt doch gar nicht, das machen wir gar nicht, wir informieren nur Faktenchecks, ja, also ganz im Gegenteil, wir wollen nichts anderes als aufklären. Aber wenn sie dann mal so ein bisschen aus der Reserve gelockt werden, plötzlich sagen sie das mit aller Offenheit und stolzen Brustton der Überzeugung, jawohl, wir wollen Gesinnung produzieren, unter dem Titel Haltung. Jemand von Ihnen hat es zu Recht schon gerufen, ja, der Haltungsjournalist. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine tolle Szene. Der auch von mir sehr verehrte und den Älteren von Ihnen noch bekannte Journalist Hans-Joachim Friedrichs, der ja das Wahnsinnsglück hatte, gerade die Tagesthemen zu moderieren, als die Mauer gefallen ist. Ja, also er konnte die größte Meldung aller Zeiten moderieren. Dieser Journalist, als Joachim Friedrichs, sowas findet man leider heute immer noch selten im Fernsehen, der hat einmal den Satz geprägt, ein Journalist sollte sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Der größte Satz meines Erachtens, den man über die Aufgabe des Journalisten überhaupt formulieren kann. Und jetzt kommt aber erst die tolle Szene. Anja Reschke ist eine Journalistin, ich glaube von Monitor oder Panorama oder so irgendetwas. Also jedenfalls war sie da früher mal, aber sie haben sie sicher schon gehört oder gelesen oder gesehen. Anja Reschke bekommt den Hans-Joachim Friedrichspreis. Und wenn sie, nein, sie hat ihn schon bekommen, ich wollte das jetzt in historischen Präsens erzählen, also sie hat ihn bekommen. Und Sie müssen sich das bei YouTube mal angucken. Sie tritt dann auf die Bühne, hinter ihr wird eingeblendet das Bild des großen Hans-Joachim Friedrichs und sein berühmter Satz. Ja, dieser Satz. Und jetzt kommt Anja Reschke, und das meine ich mit dem Umschlagen in stolzes, selbstbewussten Gesinnungsjournalismus. Anja Reschke sagt dann, alle haben den Satz von Hans-Joachim Friedrichs bisher missverstanden. Er meint genau das Gegenteil, wir sollen Haltung zeigen. Das ist schon Kunst, oder? Das ist schon rhetorische Kunst, die Dinge komplett auf den Kopf zu stellen, ja, und zu sagen, das ist die richtige Lesart. Ja, aber auch das läuft so durch. Ja? Also das wird einfach so hingenommen. Und ja. Aber Sie kennen das natürlich aus anderen Zusammenhängen, diesen publizistischen Paternalismus, wie ich das nennen würde, kennen Sie sehr, sehr gut. Früher hätte man von Gehirnwäsche gesprochen oder, wie schon Platon diskutiert hat, weiße Lügen. Weiße Lügen, auch ein tolles Thema. Wie gesagt, schon Platon sagt, die Wächter des Staates, also die, wenn Sie so wollen, die Manager, die verantwortlichen Politiker des Staates, die dürfen lügen um der Gemeinschaft willen. Also wenn man damit der Gemeinschaft hilft, also wenn man der Gesellschaft damit hilft, wenn man sie schützt, darf man das Volk auch belügen. Das Volk darf nicht lügen. Also der Bürger darf auf keinen Fall lügen, sagt Platon. Nur diese verantwortlichen Politiker dürfen weise Lügen produzieren, wenn es der ganzen Gesellschaft nützt. Dieser tolle Satz von Platon, den finden Sie dann auch, das liegt jetzt allerdings auch schon 20 Jahre zurück, in einem Artikel des Guardian. Und der Guardian kann man eigentlich kaum mit der Süddeutschen vergleichen. Wenn die Süddeutsche noch ein bisschen linker wäre, wäre sie so wie der Guardian. Und der Guardian hatte dann einen Artikel mit der Überschrift Government lied and I am glad. Also die Regierung hat gelogen und ich bin froh darüber, dass sie gelogen hat, weil sie, ich glaube, es ging damals um die AIDS-Hysterie und die Regierung hat bewusst falsche Zahlen gebracht, um Panik zu verbreiten in der Bevölkerung und so weiter. Und er sagt dann, gut, dass die Regierung gelogen hat, das hat die Menschen in die richtige Richtung geschubst. Ich glaube, von solchen weißen Lügen könnte man Tausende in der alltäglichen Politik finden. Also gerade etwa zum Thema Klimawandel und Ähnlichem mehr. Nun,
Ich plädiere deshalb dafür, den berühmten Fall Relotius, auf den Sie sicher alle warten, wenn ein Medienwissenschaftler über Meinungsfreiheit redet und über Presse und Lügen, dass ich den nicht für besonders wichtig halte. Das gab es immer schon, dass Journalisten gelogen haben. Und das gab es auch immer schon, dass die frei fantasiert haben, um damit auf einfache Weise Geld zu verdienen. Denken Sie nur an die Hitler-Tagebücher, ein wunderbares Ereignis damals. Wie bitte? Natürlich, also es gibt wunderbare Beispiele dafür und das gab es eben schon immer. Am Relotius-Fall ist was ganz anderes interessant. Nämlich, dass Relotius deshalb so sicher sein konnte mit seinen Lügengeschichten, weil er exakt die Mainstream-Gesinnung getroffen hat. Also alles das, was wir uns immer schon vom Mittleren Westen in Amerika vorgestellt haben, ohne jemals dort gewesen zu sein, genau das hat er präzise geschildert. Dass es in Wirklichkeit völlig anders ist, spielt dann überhaupt keine Rolle. Nicht? Denn nicht nur die Paranoiker leben in ihrer Informationsblase, sondern alle leben in ihren jeweiligen Informationsblasen, vor allen Dingen die Linken und der Mainstream. Ja, das sind alles gigantische Echokammern und alles, was dieses Echo wieder zum Schwingen bringt, wird natürlich begierig aufgesaugt. Davon ist wohl wahrscheinlich niemand frei. Ja, auch das ARD-Manual spricht als Beispiel für sich selbst. Das heißt ja auf Deutsch, die verantwortlichen Intendanten sind sich nicht mehr sicher, dass alle ihre Mitarbeiter und Journalisten die politisch korrekte Sprache sprechen und auch bei der Selektion der Themen auch homogen und geschlossen vorgehen. Und deshalb gibt man ihnen eine Sprachanleitung. Wie äußerst du dich zu bestimmten Themen, damit du tatsächlich immer auf Linie bleibst? Denn es ist wirklich linientreuer Journalismus, mit dem wir es zu tun haben. Und deshalb muss ich leider Gottes auch meinen Vorrednern recht geben, das hat schon totalitäre Züge. Und es gibt so etwas wie einen späten Sieg der DDR in sehr, sehr vielen Lebensbereichen unserer Welt. Ja, aber lassen Sie mich zum Schluss kommen und damit endlich auch zum Positiven oder zu meinen etwas optimistischen Perspektiven. Zunächst einmal bündelt sich das alles, weil das ja wie gesagt infantile Politik ist, Politik von Schneeflocken, von Leuten, die Gefälligkeitsgutachten produzieren, von Oberlehrern, die uns versuchen auf den rechten Weg zu bringen. Das ist ideal gebündelt in einem nun wirklich mächtigen Mythos unserer Gegenwart, nämlich dem Mythos Kampf gegen Rechts. Das ersetzt im Grunde alles politische Nachdenken. Wenn Sie mal die Wahlen der letzten Jahre sich vergegenwärtigen, gab es eigentlich kein einziges Thema außer Kampf gegen Rechts. Ja, im Grunde müsste die AfD darüber glücklich sein. Nicht? Das ist das einzige politische Thema, um das es seit vielen, vielen Jahren ernsthaft geht. Das bedeutet aber auch umgekehrt, die politische Szene und auch gerade die sich politisch verstehenden Intellektuellen haben offensichtlich überhaupt keine Ideen mehr. Es gibt nichts mehr, wofür sie eintreten, es gibt nichts mehr, womit sie uns faszinieren könnten. Ich glaube, es war Ronald Reagan, der mal gesagt hat, wir müssen jetzt nach dem Gewinn des Kalten Krieges schleunigst ein neues Thema finden, das die Leute fasziniert, mit denen wir sie zusammenhalten können. Ja? Auch Gerhard Schröder mal gesagt, was könnte das Nächste sein, was Deutschland zusammenhält, nachdem wir die D-Mark aufgegeben haben. Also die Politik hat das Problem, wenn man kein Thema setzen kann, wenn man keine Idee hat, die die Leute fasziniert, woran sie hängen, dann wird es schwierig, überhaupt Politik zu betreiben. Und ich glaube, diesen Zustand haben wir und er wird verdeckt vom Mythos Kampf gegen Rechts. Nun, und dieser Mythos Kampf gegen Rechts ist die extremste Form dessen, was der Philosoph Odo Marquardt mal nachträglichen Antifaschismus genannt hat. Das heißt nämlich, gerade in einer Zeit, wo wir so fortschrittlich, so tolerant und auch so ausländerfreundlich sind wie noch niemals in unserer Geschichte. Gerade in dieser Zeit wird so getan, als müsste man ständig gegen Nazis kämpfen. Also wir sind so weit entfernt von Totalitarismus und Fremdenfeindlichkeit in einem rechten Sinne, also in einem nationalsozialistischen Sinne, wie noch nie eine deutsche Gesellschaft. Und gerade jetzt treten plötzlich die Kämpfer gegen die Nazis auf. Ja, also gegen einen Phantomgegner, ganz schlicht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was mich besonders peinlich berührt hat, war der Satz von Heiko Maas, er sei in die Politik gegangen wegen Auschwitz. Ja, das war eine der schlimmsten Sätze, die ich je gehört habe.
Vor allen Dingen eben im Blick auf den politischen Moralismus, den ich Ihnen genannt habe, als wesentlichen Faktor der Political Correctness. Nicht, wer will diesen Mann dann noch kritisieren, wenn er die hehrste Aufgabe der Deutschen zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, nämlich nie wieder Auschwitz. Also das sind Dinge, die alle ihre Einzelbetrachtung und Einzelbearbeitung verdienen würden. Ich kann sie Ihnen hier nur antippen. Aber das führt eben, und das ist das Phänomen, mit dem wir zu arbeiten haben und zu kämpfen haben, zu einer Tribunalisierung der gesamten Gesellschaft. So wie das eben unser damaliger Bundespräsident ausgesprochen hat. Es gibt ein helles Deutschland und es gibt ein dunkles Deutschland. Und das dunkle Deutschland steht vor einem Tribunal. Ja, das Tribunal, das von den Mainstream-Journalisten und den entsprechenden Politikern abgehalten wird. Ja, wenn das die, wenn man so will, das Resümee des Schlimmen ist, was macht einem dann Hoffnung? Ich denke, drei Elemente sind es. Der Freimut, der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Ideenlosigkeit der Linken. Fangen wir mit der Ideenlosigkeit der Linken an. Weil ich das ja schon genannt habe, ich sehe keine einzige linke Idee und deshalb ist auch die Teilung, die altüberkommene aus der Französischen Revolution stammende Teilung in links und rechts bei uns vollkommen gegenstandslos geworden. Vielleicht gibt es Rechte, das mag sein, es gibt auf jeden Fall noch Konservative und es gibt auch verzweifelte Menschen, die nach einer Mitte suchen, die es mal gab, aber die offenbar von niemandem mehr vertreten werden soll, aber es gibt auf jeden Fall keine Linke. Denn niemand ist reaktionärer als die Partei, die sich so nennt. Die lebt so komplett im 19. Jahrhundert und hat keine einzige Idee entwickelt, die aus diesem 19. Jahrhundert herausführen würde. Und wahrscheinlich war es schon im 19. Jahrhundert eine falsche Idee. Aber das können wir dahingestellt sein lassen. Es war jedenfalls noch eine Idee, die die Massen fasziniert hat. Aber das funktioniert heute eben nicht mehr. Und es gibt keine einzige alternative Idee zu dem, was die Mitte des 19. Jahrhunderts die Linke mal konstituiert hat. Das stimmt nicht optimistisch, dass das nämlich dieses Hauen und Stechen im Kampf gegen rechts im Grunde ein verzweifelter Abwehrkampf ist, dieses linken Mainstream angesichts der eigenen Ideenlosigkeit und der Perspektivlosigkeit. Das hat gerade der Europawahlkampf wieder gezeigt, der entweder im Kampf gegen die AfD oder in Tautologien bestand, wie Europa ist die beste Idee, die Europa je hatte. Ja, tautologischer geht es nicht. Ja. Dann war sogar noch die Vorstellung, rettet die Bienenköniginnen oder so, das fand ich dann noch konkreter, ja. Das konnte man mehr mit anfangen. Also, das ist der eine Punkt, der mich optimistisch macht. Der zweite ist der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit. Wir leben Gott sei Dank eben nicht mehr in einer Welt, die nur bestimmt wird vom öffentlich-rechtlichen System und von Zeitungen, die deshalb immer konformistischer werden, weil ihnen die Werbekunden abspringen und die ihr Heil auch in der Political Correctness suchen, sondern wir leben, und ich weiß, Sie haben Mixed Feelings, was das betrifft, aber ich bin da doch optimistisch, wir leben in der Zeit des Internet und der sozialen Netzwerke und der sozialen Medien. Da wird wahnsinnig viel Schwachsinn produziert. Jede Form von Paranoia wird unterstützt. Jedes Warnsystem hat seine Website. Aber trotzdem, es gibt unendlich viele Möglichkeiten der Selbstorganisation derer, die mit diesem Mainstream nicht mitschwimmen wollen, die auch dann Rückkopplung und Feedback bekommen und die vor allen Dingen Informationsquellen anzapfen können, die sie anderswo überhaupt nicht finden. Ich persönlich könnte mir mein Bild von der Welt ohne bestimmte Portale der sozialen Medien überhaupt nicht mehr machen. Ja? Und ich bin immer wieder verblüfft, was man da lernen kann, wovon man von der Tagesschau schon ganz zu schweigen, aber auch in den meisten Zeitungen gar nichts zu hören bekommt. Das haben wir aber. Die meisten von Ihnen nutzen es, die Jüngeren nutzen es ohnehin und die Kinder kennen es gar nicht mehr anders. Ich habe immer auch Hoffnung daraus geschöpft, dass meine eigenen Kinder gar nicht Fernsehen gucken und übrigens auch meine Studenten kaum mehr Fernsehen geguckt haben. Und die meisten sich nur noch aus dem Internet überhaupt informieren. Wie gesagt, da gibt es auch diese dunkle Seite des Internetvolks, und zwar nicht nur das Darknet, sondern einfach auch die Idiotie. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist die Möglichkeit der Selbstorganisation derjenigen, die sich bisher isoliert gefühlt haben, nach der berühmten Schweigespirale, die von erwähnt wurde von Nölde Neumann. Und schließlich der allerletzte Punkt, der mich optimistisch macht, das ist das, was man Freimut früher genannt hat. Das heißt, und das ist natürlich etwas, was man nicht sich andichten kann oder so etwas, dazu gehört eben etwas, auch so eine gewisse innere Selbstständigkeit, dass Sie den Mut haben, Ihre abweichende Meinung trotzdem zu sagen. Und Sie brauchen noch nicht einmal besonders exponierte abweichende Meinungen zu äußern, sondern Sie müssen im Grunde nur Mut haben,
Zutrauen zu ihrem eigenen gesunden Menschenverstand zu haben. Denn wenn Sie, und die meisten von Ihnen leben ja in der wirklichen Welt, Sie haben einen ordentlichen Beruf, Sie tun tatsächlich irgendetwas Vernünftiges und sind nicht nur an der Uni oder im Bundestag. Und alle diese Leute haben eine große Chance, gesunden Menschenverstand zu entwickeln. Und wenn Sie Ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen, dann merken Sie bei den meisten Themen, um die es in den letzten Jahren geht, es ist Schwachsinn, es ist Bullshit, es ist dummes Zeug. Wenn Sie dann von N-Geschlechtern hören oder so irgendetwas, wissen Sie, es ist absoluter Schwachsinn. Oder null CO2-Ausstoß oder so irgendetwas. Oder auch Feinstaub in irgendeiner Senke des Stuttgarter Hauptverkehrs oder so. Und dass deshalb die gesamte Welt verändert werden muss. Dann merken Sie, das ist einfach Schwachsinn. Das sagt Ihnen Ihr eigener gesunder Menschenverstand. Ihr gesunder Menschenverstand sagt Ihnen zum Thema Grün, da kann man ja die meisten absurden Ideen finden, das sagt Ihnen beispielsweise, ich finde es toll, wenn der Rhein wieder so sauber ist, dass man drin angeln und schwimmen kann. Finde ich auch toll. Ja? Hartes Grün nenne ich sowas. Ja? Hartes Grün, finde ich gut. Das sagt Ihnen auch Ihr gesunder Menschenverstand. Aber wenn Sie dann hören, was daraus gemacht wird in der Partei, die sich Grün nennt, dann sehen Sie, das ist Wahnsinn. Und dann sollten Sie nur den Mut haben, sich selbst zu vertrauen in Ihrem gesunden Menschenverstand und keinerlei schlechtes Gewissen zu empfinden, wenn Sie alles andere für schwachsinnig halten. Und das Internet wird Ihnen dabei helfen, die anderen Leute zu finden, die auch noch Ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.